dass 2019 seit langem zu den besten Jahrgängen für Aufbausimulationen gehört, dürfte unbestritten sein. Mit Anno 1800 und Tropico 6 haben die Genrefans bereits zwei Hochkaräter kredenzt bekommen und in wenigen Monaten steht dann auch schon der nächste vielversprechende Kandidat in den Startlöchern. Wir konnten Planet Zoo auf der Gamescom zum ersten Mal und obendrein eine ganze Stunde lang mit den Entwicklern spielen. In unserem Vorschauvideo sagen wir euch, warum wir die Aufbausimulation zu den großen PC-Hoffnungen des Jahres zählen. In Köln ließ man uns mit Indien ein ganz neues Setting ausprobieren. Das glänzt nicht nur mit einem passenden Aussehen, sondern auch komplett neuen Tieren. So erwarten uns ganz andere Herausforderungen als etwa bei einem Zoo auf dem europäischen Kontinent. So werden wir es zum Beispiel mit Pavianen, Tigern und Elefanten zu tun bekommen und für sie Gehege erstellen, in denen sie sich so richtig wohlfühlen. Wir müssen etwa darauf achten, dass die Lebensräume der Tiere die richtige Größe haben, mehr oder weniger Grünflächen bieten und zudem auch zur Genüge Beschäftigungsmöglichkeiten parat haben. Paviane als Primaten wollen zum Beispiel auch mal klettern und so sollten wir für sie Bäume und Klettergerüste aufstellen. Dabei sollte man aber natürlich beachten, dass die Bäume nicht zu nah an den Zäunen sind, sonst könnten die Affen womöglich auf Tuchfühlung mit unseren Gästen gehen. Tiger wiederum freuen sich über Spielzeuge und da sie ja nun mal Katzen sind, sind Pappkartons stets eine gute Wahl für ihre Unterhaltung. Aber auch Antilopen kann es langweilig werden und so können wir für sie zum Beispiel Bälle hinstellen, mit denen sie spielen. Insgesamt gilt, je glücklicher unsere Tiere sind, desto wahrscheinlicher ist es dann auch, dass sie sich fortpflanzen. Wir können natürlich auch einfach Tiere kaufen, müssen dann aber vor allem für beliebte Arten auch einiges an Geld ausgeben. Doch auch sonst sind wir in Planet Zoo ständig gut beschäftigt. So gehen etwa mal Zäune kaputt und Nashörner machen einfach mal eine kleine Wanderung durch den Park. Um sie einzufangen, brauchen wir Personal, das uns zwar monatlich etwas kostet, aber auch für das Wohlbefinden der Tiere unheimlich wichtig ist. Wichtig für uns Spieler hingegen ist die Bedienung. Wie schon in Jurassic World Evolution ist die Steuerung intuitiv und so lassen sich zum Beispiel Zäune schnell wieder reparieren. Auch den Gästen soll es in einem Zoo gut gehen, damit wir stets Einnahmen haben. Die geben wir dann etwa für das Auswildern von Tieren aus oder eben für neue Arten und Gehege. Den Besuchern ist es zum Beispiel wichtig, dass sie glückliche sowie aktive Vierbeiner zu sehen bekommen und nicht zu sehr hinter die Kulissen unseres Zoos blicken. Maßgebend ist es, dass wir den Tieren zwar genug Raum zum Ausruhen bieten, sie sich aber auch vor unseren Gästen zeigen. Wir bekamen beim Anspielen jedenfalls das Gefühl, dass es uns in Planet Zoo so schnell nicht langweilig werden wird. Alle Tiere sind grafisch so grandios umgesetzt, dass man ihnen gut und gerne einfach mal so bei ihren täglichen Angewohnheiten zusieht. Dazu ist der Tiefgang der Simulation unheimlich groß. Alle Tiere verfügen neben ihren Vorlieben etwa auch über eine ganz eigene DNA, die sie etwa für bestimmte Krankheiten anfällig macht oder einfach über ihre Größe bestimmt. Obendrein haben wir es im Planet Zoo mit so vielen unterschiedlichen Arten zu tun, an deren Präferenzen wir uns erst einmal herantasten müssen, dass eine lange und abwechslungsreiche Spielzeit schon fast garantiert ist. Was haltet ihr von Planet Zoo? Ist das Spiel für euch ebenfalls einer der großen Aufbautitel des Jahres? Verratet es uns in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und ein Like. Und schaut doch gerne mal unsere Vorschau zu Die Siedler an, solltet ihr noch mehr Lust auf Aufbaustrategie haben.